Ja, so hallo. Heute mal aus ein bisschen Schnee. Also wir haben über Nacht ein bisschen Schnee gehabt. Wirklich kalt ist aber immer noch nicht. Also wir haben jetzt gestern oder haben jetzt aktuell immer noch früh morgens 3 Grad. Also ist auch noch kein Winter eingekehrt. Ja, was habe ich letzte Woche gemacht? Letzte Woche ist jetzt im Hintergrund, habe ich einen Autoanhänger gekauft. Also mit Ladebordwände. Ich habe ja schon einen, aber ich habe jetzt einen großen gekauft. Ich habe lang gesucht. Ich wollte das ja schon länger. Der ist eine Ladefläche von 5 Meter mal 2 Meter. Also da kann ich dann im Prinzip 40 Bienenkästen auf einmal fahren. Oder wenn ich mir die Laderaube kaufe, über die ich ja schon seit längerem nachdenke, gehen wahrscheinlich immer noch 30 Bienenkästen drauf. Und das Ganze ist eben ein 3,5 Tonnen Anhänger. Die sind ja gebraucht relativ selten und auch in einem guten Zustand relativ selten. Und wie gesagt, da habe ich lang gesucht, habe den jetzt bei mir in der Nähe gefunden, habe ihn am Montag gekauft. Musste dann jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten für die Hauptuntersuchung erledigen. Das habe ich am Samstag machen lassen. Und jetzt ist er im Prinzip einsatzbereit für die nächste Saison. Da kann ich den Punkt aus meiner Liste schon mal abhaken. Das freut mich. Ja, ansonsten habe ich eigentlich, wie gesagt, nicht viel gemacht. Also ich habe bei den Bienen gibt es nicht was zu tun. Ich habe, wie gesagt, vielleicht in Summe 10 Bienenvölker, wo ich das Futter kontrollieren will. Das hat sich aber jetzt bei mir zeitlich nicht angeboten und war jetzt auch nicht super dringend. Also das kann ich auch noch dann, sagen wir mal, im Laufe des Februars machen. Da Futterwaben zuhängen. Ja, ansonsten gab es jetzt wirklich nicht viel zu tun. Die letzte Woche viel im Büro. Wie gesagt, den Anhänger, paar private Projekte. Und ich denke, nächste Woche kann ich euch dann wieder mehr berichten. Also bis dahin, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten rein. Und ja, also wie gesagt, bin ich jetzt froh, dass der Anhänger da ist. Dann können wir richtig schön wieder wandern, größere Gruppen, spart sich einfach Fahrzeit und ja, also ich freue mich da schon drauf. Also bis dann, tschüss, ade.